Herzlich willkommen, ein fröhliches Moin, zurück zu Let's Play Biomutant. Das letzte Mal sind wir hier im Bunker irgendwo eingebrochen, festgesteckt und jetzt wollen wir auch wieder raus. Ich wüsste aber gerne wie. Wir haben Mutagene kennengelernt, wir haben schon die Waffe ein bisschen verbessert, wir haben Teile gefunden, jede Menge Gesundheitspakete. Wie geht's mir eigentlich? Bin ich gesund? Wo sehe ich denn das? Charakter? Gesundheit? Talente? Scharfschützentalent. Ach, guck mal, da brauche ich auch diese Knochen. Okay. Warte mal, eine Karte habe ich auch. Oh Gott. Okay. Also die Karte ist längst nicht so groß wie Witcher. Das kann ich vorwegnehmen. Legende ein- und ausschalten. Okay. Dann machen wir weiter. Huch. Das Penggeräusch von funkensprühendem Metall bedeutet nie etwas. Es kommt von hinter dieser Tür. Hat er da gerade ein Wort verschluckt? Ein Warnzeichen. Dieser Kasten scheint ordentlich Gehirnschmalz zu verlangen. Ich glaube, die Warnung heißt was anderes, aber... Ich habe doch Gehirnschmalz. Es braucht ein wenig Knobelei, um die Tür kurz zu schließen. Na, dann rotieren wir mal. Nur noch ein paar Versuche. Mach bloß nichts falsch. Ich muss immer die Farben passend haben. Na, okay. Bitte. Das war easy. So, da kam das Peng Peng her. Ich glaube, da gehen noch Treppen hoch, oder? Nee. Ich verguck den. Da sitzt einer im Rollstuhl. Luftschlag. Mit einem perfekten Konter betäubst du den angreifenden Gegner. Bei einem betäubten Gegner spüren Sterne über dem Kopf und du kannst ihn in die Luft schleudern, wenn du ihn erneut triffst. Drücke dafür. Der Rollende ist zahlenmäßig unterlegen. Du solltest ihm besser helfen. Hui! Was hat das denn gerade? Schön rumgerutscht. Aua! Ich will mein Kranichtanz machen. der ging ja sonst wohin. Ich üb noch. So, einfach ein bisschen durchmetzeln. 50% sind weg. Wie 50%? Das war der letzte. Rede mit dem Rollenden, bevor die Verstärkung eintrifft. Ich will erstmal was aufheben. Jedes bisschen hilft. Delikati. Hey, nicht weglaufen. Oh Gott, ich muss schnell aufheben. Bevor die Verstärkung eintritt. Ich will aber erst noch alles aufheben. Ich mach das mal im schnellen Modus. Huch. Was war das? Polym und Klinker. Ist da noch was? Polym und Klinker. Was ist das hier? Da ist noch was. Schön. Klinker. Klinker klingt wie... Zahnrad. Ein neuer und ein alter Freund. Sprich mit Steinalt. Ja, okay. Hi, was ist das hier? Hübsch gemacht. Guck mal, da sind blaue Kürbisse. Hi. Gute Wohn Popotowe. Bar Loyalo. Er möchte dir danken, dass du ihn beim Kampf gegen die Plünderer unterstützt hast. Er klingt vertraut. Du weißt nur nicht, wieso. Er stellt sich als Steinalt vor. Er weiß, dass er schon lange fällig ist,
Doch noch gibt er nicht auf. Fofo umbak bakwa papamo. Dass du ihn nicht erkennst, wundert ihn nicht. Damals, in jener schicksalhaften Nacht, warst du noch ein Kindling. Fofo umbak bakwa papamo. Es kursieren Gerüchte über eine einäugige Kämpferseele jenseits des großen Walls. Und er freut sich, dass sie wohl wahr sind. Die Legende des ausgestoßenen, einäugigen Kindlings ist gleichermaßen alt und traurig. Das Kindling hätte jedes sein können. Doch das Böse, vor dem es geflohen war, hatte ein Mal hinterlassen, eine Narbe im Gesicht, um an das Geschehene zu erinnern. Soll ich jetzt die Narbe oder das... Hä? Woran zu erinnern? Kobwa, Jacke. Daran, dass Lupa Lupin dich nach dem Überfall aufs alte Dorf aus irgendeinem Grund am Leben ließ. Sicher hatte er einen Grund dafür. Doch welchen? Du bist das Kindling, kein Zweifel. Und was Lupa Lupin deinem Dorf angetan hat, deiner Mamu und deinem Papu, war der Anfang vom Ende. Du Wofu, komm, Reaper, im Baso Dombubu Bükoye. Er sagt, es habe lange gedauert, bis du die Vergangenheit bewältigt hast und wieder zurückgekehrt bist. Doch er ist dankbar dafür. Dika Mapen, komm, Reaper, Junuluafdulach. Nach dem Überfall zerbrach die Einigkeit. Als Folge der Verderbnis, die über das Land hereinbrach, entzweiten sich die Schüler deiner Mamu und gründeten eigene Stämme. Ich muss mal ganz kurz sagen, dass die Stimme, die das die ganze Zeit erzählt, die macht das auch emotional. Also ich finde, die macht das richtig gut. Wenn die jetzt jede Person erzählt, Respekt. Also wirklich Respekt, wenn der das ganze Spiel, die ganzen Stimmen vertont. Worum geht's? Einigkeit? Als das Dorf zerstört war und du verschwunden bist, brach ein Streit zwischen den Familien aus und die Schüler wandten sich gegeneinander. Ohne den Baum des Lebens hätte niemand überlebt. Er hofft, dass du dich zumindest an den Baum erinnerst. Boah, blendend. Dialogeinstellung. Standardmäßig springen Dialoge der NPCs automatisch von einer Zeile zur nächsten weiter. Wenn du den Dialog manuell weiterblättern willst, kannst du das in den Einstellungen ändern. Nö. Sprich mit Taufrisch. Oder Taufrisch. Oh, guck mal, ich sehe anders aus. Ich habe eine Käppi auf. Na, oh, guck mal, ich bin hier ganz klein. Hallo. Hallo. Ich gehe erstmal weg. Schade, da komme ich nicht hin. Wahrscheinlich ist das eine Rückblende und ich kann hier nichts aufheben. Wer ist das denn? Hat er sich... Oh Gott. Fragt, ob du erschöpft bist, da es vom Dorf bis hierher recht weit ist. Er fragt sich, ob deine Mamu weiß, dass du hier bist. Ich finde, man hätte ihn auch Elvis nennen können. Hoffentlich habe ich hier Bescheid gegeben. Du bist ein braves Kindling. Also wird es schon so gewesen sein. Selbst die Jungen vergessen mal was. Was ist das denn? Er versteht, warum du den weiten Weg auf dich genommen hast, um sie zu sehen. Die Kartoffelköpfe. Kartoffelköpfe. Die Kartoffelköpfe, auch Nono genannt, sind ein kleines Wunder. Sie sind irgendwie mit diesem Bäumchen hier verbunden und nähren es. Badabubu, Nono, Kartoffelköpfe, klingt besser. Ich versuche mal in seiner Sprache zu antworten. Du könntest recht haben, denn genau wie Kartoffeln stecken sie voller Energie, einer exzellenten Quelle an Ki.
Die Nono ziehen es vor, sich im Glitzergras zu verbergen. Er meint, du solltest hingehen und es schütteln. Vielleicht lässt sich dann einer von ihnen blicken. Glitzerglas. Durchwühle das Glitzergras. Muss ich hier irgendwas anderes tun? Kann ich irgendwas anderes finden? Habe ich eigentlich eine Karte? Okay. Ich bin ein kleiner Junge. Ich will auch mal im Wasser planschen. Aber ich glaube, mehr kann ich hier wirklich nicht tun. Weil das eine Rückblende ist. Naja, gut. Dann blenden wir mal. Wo ist denn das Glitzergrab? Ho, 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 ho. Was ist das eigentlich für ein Tier? Ist das ein Hase? Ist das ein Frettchen? Eine Maus? Wahrscheinlich von allem etwas. Wie hübsch. Schütteln? Wie soll ich das schütteln? Du hast einen entdeckt. Darauf kannst du stolz sein, denn sie zeigen sich nicht jedem. Die Pensei brauchen die Ki-Energie der Nono, um den Kreislauf zu vollenden und zu einem Baum des Lebens zu werden. Was für ein Pensei? Der kleine Baum, den du da oben gesehen hast, wird einmal zu einem Baum des Lebens werden. Kleines Hoppelchen. Und die Natur nähren. Er wird zum Herzen des Landes werden. Der guckt da ganz knapp. Der Baum muss lange Zeit genährt werden. Nur wenn die Nono ihr Ki explosionsartig freigeben und eins mit dem Baum werden, wird der Baum ein Starker werden. Du wirst ein Netz brauchen, um den Nono zu fangen. Ach, das ist schon hübsch gemacht. Er möchte, dass du seins benutzt und sanft vorgehst. Die Nono sind empfindliche Wesen, eine Verkörperung des Ki, der Urenergie. Was ist das? Reifennetz erhalten. Der Nono. Huch. Du schwingst dieses Netz wie ein Naturtalent. Er ist beeindruckt. Er ist für jede Hilfe dankbar. Da draußen gibt es jede Menge Nono, die zu den Wurzeln des Pensei-Baumes geleitet werden müssen. Wie viele denn? Oh, es braucht eine stetige Zufuhr an Ki für die nächsten 20 Monatszwölfer, also was? Unzählige. 20 Monatszwölfer? Er hofft, dass der Baum eines Tages hoch genug ragt, um die Welt zu erhalten. Aber heute solltest du dich darauf konzentrieren, dass dieser eins mit dem Baum werden kann. Der verflochtene Pensei. Führe den Nono mit dem Baum zusammen. Kann ich die Blümchen auch kaputt machen? Oh. Ach, ich trampel die platt, oder? Nee. Oder doch? Na gut, führe den Nono mit dem Baum zusammen. Das machen wir noch. Die Stimme ist schon cool. Ach, das ist so hübsch gemacht. Ich freue mich ein bisschen. Kann ich noch mehr Blümchen kaputt machen? Hm? Da ist ein Baum. Meint er den? Nee. Na gut, dann gehen wir hier mal hoch. Oh, das sieht aus wie ein genetischer Sprang. Huch.
Jetzt, da du die Verbindung der Nono zum Baum mit deinen eigenen Augen gesehen hast, gibt es keinen Grund mehr zum Zweifeln. Ab heute besteht sein Lebensziel darin, den Pensai zu hegen und zu pflegen, bis er zu einem Lebensbaum wird. Nicht nur zum Wohl des Dorfes, sondern zu dem aller Lebewesen. Cool. Eines Tages wird der Frieden gestört werden. Dann wird nicht einmal mehr deine Mamu alle schützen können. Die Auswirkungen der rücksichtslosen Handlungen derer, die zuvor hier lebten, sind bereits sichtbar. Wenn sich nichts ändert, sind alle verdammt. Das Land wird die Folgen der Nebeneffekte des industriellen Fortschritts der alten Welt nicht überstehen. Er meint, du solltest lieber rasch zurück ins Dorf, bevor deine Mamu nach dir sucht. Du hast heute gute Arbeit geleistet. Warum muss es denn eigentlich Elvis sein? Hätte es nicht Mickey Mouse sein können? Hey du, hey Pluto, na? Sie hat nur Fung Fu im Kopf. Ich sollte dir keine Sorgen bereiten. Sie ist viel zu beschäftigt und nach dem Überfall auf das Lupin-Lager gestern Nacht mit ihren Schülern braucht sie ihre Ruhe. Ob sie die Räuberfamilie wohl am Leben lassen? Rückblende fertig. Er hat dich für eine Weile verloren. Doch keine Erinnerung ist allein. Sie gehört zu einer Spur, der du folgen kannst. Erinnert sich an jeden einzelnen Tag, an dem er den Baum des Lebens pflegte. Doch jetzt fürchtet er, dass es vergebens gewesen sein könnte. Der Baum begann zu welken, als die Endtage begannen. Bald danach tauchten die Weltenfresser auf. Weltenfresser? Die genetische Evolution nach der Apokalypse, die durch die Toxanol Corporation herbeigeführt wurde, führte zu einer explosiven Mutation der Weltenfresser-DNA. Was? Sein Freund Gizmo arbeitet an einem Mekton. Er braucht Hilfe, um den Jumbo-Knäuel am Ende der Westwurzel zu besiegen. Wiss repariert immer noch seinen Oktopod, um sich dem Trübschnauber zu stellen, der tief unter der Oberfläche am Ende der Nordwestwurzel lauert. Ich schätze, das sind Aufgaben. Noko hat den Mute gezähmt und bereitet alles für den Kampf gegen den Hufschnauber am Ende der Ostwurzel vor. Glibbo ist endlich so gut wie fertig mit der Arbeit am Glibbergleiter. Mit ihm kannst du auf den Wellen reiten, bis zum Pummelschnauber, ganz am Ende der Südostwurzel. Bis zum Schnummelpauber. Steinalt sagt, seine Freunde rüsten sich für den Kampf gegen die Weltenfresser. Am Ende jeder Wurzel befindet sich einer von ihnen. Dies wird kein leichter Weg, doch er zählt auf deine Hilfe. Allein können seine Freunde es nicht schaffen. Sie sind nicht stark genug. Er will dir zu verstehen geben, dass ihr alle sterben werdet, wenn der Baum nicht gerettet wird. Pummelschnauber? Er meint, Namen besitzen Macht. Um sie zu schwächen, gab er ihnen diesen Namen. Für ihn ist besonders Pummelschnauber sehr persönlich, ja, da ihm diese fleischfressende Bestie das Bein genommen hat. Oh. So oder so werdet ihr euch wiedersehen, sobald du deine Rolle beim Stammeskrieg und den Weltenfressern erfüllt hast. Ich krieg eine Waffe. Stangennetz. Anormal. Okay. Das Ende der Welt. Was kann ich tun? Ich könnte mal gucken, ob ich das auch ausrüsten kann. Inventar.
Verbrauchsgegenstände. Ach so, das ist ein... Ach, ich dachte, das wären hier die Gegenstände. Nein, das sind Werkzeuge und... Ach so. Gut, wir haben so ein Ding. Ich glaube, das können wir nur zu einer bestimmten Jahreszeit verwenden. Und wir haben noch Verbrauchsgegenstände. Jede Menge Kleinkram. Was bedeutet denn das Blatt? Ich glaube, für Blatt kann ich das verkaufen. Kann das sein? Na gut. Dann haben wir noch ein paar Heilungsgegenstände und ein paar KI-Energiegegenstände. Na gut. Schicksal der Welt. Neue Hauptquest. Verschwinde aus dem Bunker. Kann ich mir noch was angucken? Ich glaube, ich mache aber erstmal ein kleines Päuschen. Für heute... Muss ich ja nicht hin. Gibt es noch eine Karte? Ich meine, eine Minikarte? Ach so. Ach, da sehe ich sogar, wo ich hingucke. Ich müsste also nach links. Und dann würde ich sagen, fangen wir mit der Nassinsel an. Weil die am nächsten ist, oder... Kann ich mir auch ein... Punkt setzen? Nee. Kann ich nicht. Na gut. Nach links, da lang? Ich glaube, ich müsste hier wieder rausgehen. So langsam hast du es raus. Ich wollte eigentlich gerade ausmachen. Gut. Ich würde sagen, die Tür machen wir beim nächsten Mal weiter. Wenn es wieder heißt, Let's Play Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Huch. Nein, ich wollte nicht mehr weitermachen. Am schnellsten geht es durch das Dach raus, wo sie reingekommen sind. Das Seil sollte dir genug Halt bieten. Immer wenn ich die Aufnahme beenden will, mache ich die Sprungtaste. Das ist nämlich der Witz. Also, tschüss.